Natrium ist ein sehr gefährliches, da reaktives Metall. Das kennst du schon von der Reaktion mit Wasser. Auch Chlorgas ist sehr giftig und gefährlich. Dies wurde im Ersten Weltkrieg als Giftgas eingesetzt. Und hier siehst du auch die Wirkung von diesem fiesen gelben Gas auf das arme Blatt, wo die Farbe sogar total zerstört wird. Aber was passiert, wenn wir diese beiden gefährlichen Stoffe miteinander reagieren lassen? Das Ergebnis wird dich vielleicht überraschen. Dazu gebe ich ein Stück Natrium hier in das Reagenzglas und erhitze es. Sofort leite ich Chlorgas über diese Spritze hinzu und Folgendes passiert. Eine heftige Reaktion, es glüht auf, also eine exotherme Reaktion, wo Energie frei wird. Nach dieser Reaktion siehst du, dass ein weißer Feststoff übrig geblieben ist. Es ist nicht ein noch gefährlicherer Stoff entstanden, wie man vielleicht erst denkt, sondern etwas total harmloses, und zwar Natriumchlorid, was du als Kochsalz kennst. Offensichtlich hat Natrium mit Chlor zu Natriumchlorid reagiert, wie wir hier in dieser Reaktionsgleichung sehen. Wir wollen uns allerdings auf die atomare Ebene konzentrieren, statt auf die Reaktionsgleichung an sich. Wie kann es sein, dass nach so einer heftigen Reaktion etwas so Ungefährliches entsteht? Schauen wir uns dazu eine Animation an. Hier siehst du, wie die Natriumatome durch das Erhitzen zunächst gasförmig werden. Dann kommen Chloratome hinzu. Diese Zwillinge, also zweiatomige Atome, werden zunächst getrennt. Wenn sie dann in Kontakt mit einem Natriumatom kommen, startet die Reaktion. Und zwar geht ein Elektron vom Natrium zum Chlor über. Durch diesen Elektronenübergang sind nun nicht mehr Natrium- und Chloratome, sondern positiv geladene Natrium, negativ geladene Chlorionen entstanden. Zusammen ergeben sie Natriumchlorid, also das bereits erwähnte Kochsalz. Aber wie kann es sein, dass diese Reaktion stattfindet? Dazu brauchen wir unser Atommodell nach Bohr. Du siehst, Natrium hat hier ein Valenzelektron und Chlor 7 Valenzelektronen. Du weißt bereits, dass alle Elemente den Edelgaszustand anstreben, also eine volle äußere Schale haben möchten, da dies der stabilste Zustand ist. Um den Edelgaszustand zu erreichen, gibt Natrium ein Elektron ab, kriegt eine positive Ladung, da es zwar noch immer 11 Protonen, aber nach der Abgabe nur noch 10 Elektronen hat. Es ist allerdings im Edelgaszustand, also energetisch günstiger. Dieses Elektron geht allerdings nicht verloren, sondern Chlor nimmt dies auf, kriegt auch eine volle Schale, ist also im Edelgaszustand. Allerdings hat es jetzt 18 Elektronen und 17 Protonen und damit eine negative Ladung bekommen. Also ist ein positives Natriumkation und ein negatives Chloranion entstanden. Zusammen ergeben diese das Salz Natriumchlorid. Salze bestehen nämlich eben aus diesen Ionen, Kationen positive Ionen und Anionen negative Ionen. Diese Erkenntnis können wir übrigens allgemein anwenden. Das bedeutet, dass Metalle, so wie Natrium, mit Nichtmetallen, so wie Chlor, zu einem Salz reagieren, indem die Metalle ein oder mehr Elektronen an die Nichtmetalle abgeben, die diese aufnehmen. Das ist übrigens eine Redox-Reaktion, dazu aber ein andermal mehr. Du hast gemerkt, wie wir das bisher hart erarbeitete Wissen anwenden konnten und sogar ein allgemeines Gesetz verstehen und formulieren konnten. Super! Und damit willkommen in der Welt der Salze. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss bei Lernen mit Dittrich.